Ja, liebe Besucherinnen und Besucher des heutigen Abends, ganz herzlich willkommen. Wir stehen ja mitten im Jubiläumsjahr des heiligen Ulrich, was seinen Todestag 973 und eben den seiner Bischofsweihe betrifft. Und wir haben unserer Pfarreigemeinschaft vielfältige Angebote und Facetten auch, die sich mit dem heiligen Ulrich und seinem Wirken und auch seinem Wesen beschäftigen. Und heute kommen wir zu einem dieser Höhepunkte, und es ist schön, dass du, lieber Rudi Bayer, bei uns bist. Kein Unbekannter, der Rudi Bayer ist sehr, sehr oft ein Fotograf, viehmäßig unterwegs und ist aber auch ein sehr guter Medjugorje-Kenner, wird uns dann im kommenden Jahr auch dorthin begleiten und durch diesen Wallfahrtsort und durch diese Gegend reicher Kultur führen. Und du hast dich jetzt intensiv beschäftigt anlässlich dieses Ulrichsjahrs mit der Gestalt des heiligen Ulrich. Und es ist spannend, du hast es überschrieben, Bischof Ulrich, mutig, sozial, europäisch. Und das sagt uns schon, dass du uns keine antiquierte Heiligenlegende referieren wirst, sondern uns aufzeigen möchtest, dass die Gestalt des heiligen Ulrich eben heute auch noch eine für unser Leben wegweisende Botschaft parat hat. Und ich war in der vorausgegangenen Messe, in der wir den heiligen Franziskus ja heute am Tag gefeiert haben, etwas frech und mutig, weil, wenn wir, ohne da was vorwegzunehmen, so manchen Ulrichshymnus, den wir aus dem Gotteslob kennen, mit den Eigenschaften, die wir dem heiligen Franziskus zuschreiben, vergleichen, dann ist es interessant, dass es da durchaus, würde ich meinen, Parallelen gibt. Der heilige Franziskus, der sich den Armen besonders angenommen hat, um ihnen sogar in der Lebensweise ähnlich zu werden, Bischof Ulrich, der auch in einer sehr herausfordernden Zeit Bischof von Augsburg war und sich auch mit der Armut der Bevölkerung konfrontiert sah. Franziskus, den wir als Patron des Friedens ehren, der heilige Ulrich, der, Stichwort Schlacht auf dem Lechfeld, auch eine herausfordernde Art und Weise an den Tag legen musste, um dem Frieden dienen zu können. Und das sind nur zwei
Fäden, die interessanterweise diese beiden Heiligen verbinden. Jetzt wischen wir aber für den heutigen Abend den Franziskus weg und machen ganz viel Ja. Platz für den heiligen Ulrich. Lieber Rudi, schön, dass du da bist und Gerne. danke, dass du uns diese Gestalt des heiligen Ulrich näher bringst und Ich versuche gezeigt es. Also, lieber Thomas, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass ich Sie nicht langweile. Wenn Sie einschlafen während des Vortrags, ist es kein Problem. Der Thomas zeigt es auf Video auf, dann können Sie später zu Hause anschauen. Ja, ich habe mich mit dem heiligen Ulrich als Amateur beschäftigt. Ich bin weder Historiker noch sonst was, bin ein ganz einfacher Mensch. Und als letztes Jahr die Ulrichsmesse war und Bischof Bertram mehr oder weniger das Jubiläum eingeleitet hat, hatte er die Priester und alle anwesenden Menschen aufgefordert, sich etwas einfallen zu lassen, was das Thema unseres Bistumspatrons Ulrich betrifft. Und da haben wir einfach ein bisschen damit beschäftigt. Und immer mehr ist es ein spannendes Thema eigentlich geworden. Es gibt natürlich viel zu lesen über den ganzen Wälzer, ja, die will ich Ihnen jetzt nicht zumuten, aber man kann das Thema wirklich intensiv vertiefen. Wenn wir über Bischof Ulrich sprechen, müssen wir halt anfangen bei seinem Geburt, damit wir die ganze Familie, die Persönlichkeit, den Hintergrund, den familiären, aus dem er herausgekommen ist, verstehen kann. Ja? Wir werden also verschiedene Punkte besprechen, die beginnen mit der Abstammung und seiner Familie selbst. Ulrich entstammte einem hochadeligen alemannischen Geschlecht und war das Kind frommer Eltern. Er wurde im Jahr 890 geboren. Sein Vorname lautete der damaligen Zeit entsprechend Udoracius. Sein Vater hieß Hubald und seine Mutter Dietkirch. Zum Geburtsort Ulrichs gibt es unterschiedliche Feststellungen. Vermutlich wurde er in Augsburg geboren, möglicherweise aber auch in Dillingen, in Wittislingen oder in Sulmettingen. An den letzten drei Orten hatten die Eltern Besitzungen, seine Eltern wurden in Wittislingen auch begraben. Es gibt aber auch Aufzeichnungen, dass der Vater in Neresheim begraben wurde. Das heißt, ganz ist es nicht mehr nachvollziehbar. Auf jeden Fall gehörte Ulrich einer der vornehmsten Familien Oberschwabens an. Über Ulrichs Vater Hubald ist nur wenig bekannt. Vermutlich ist er der Hubald, der zwischen 883 und 899 einige Male in St. Gallen in verschiedenen Rechtsgeschäften als Zeuge auftritt. Einige Zeit wenigstens scheint Ulrichs Vater im Bodenseegebiet tätig gewesen zu sein. Dafür spricht auch, dass Ulrich in St. Gallen erzogen wurde. Auch Ulrichs Mutter Dietkirch erscheint in verschiedenen Gedenkbüchern der Reichenau und St. Gallens. Vermutlich entstammte Dietkirch im schwäbischen Herzogshaus und durch diese Linie waren sie letztendlich auch mit dem sächsischen Königshaus verwandt. Der umfangreiche Grundbesitz der Hubaltinger in Oberschwaben, das waren also sehr reiche und vornehme Leute, der sich beiderseits der Donau von Ulm bis Donauwörth und von Hersfeld bis in die Gegend von Krumbach erstreckte und zudem auch Wittislingen und Dillingen gehörte, war vom ursprünglichen alemannischen Herzogsgut abgetrennt worden. Ulrich hatte vier Geschwister. Dietpald war der ältere Bruder, Manegold und zwei Schwestern. Eine Schwester lebte im Benediktinerinnenkloster in Buchau am Federsee. Sein Bruder Dietpald fiel in der Ummanschlacht 955 auf dem Blechfeld. Manegold lebte möglicherweise in Wittislingen oder auch in Dillingen. Luitgard war mit einem Grafen verheiratet. Seine Schwester, die Nonne, hat im Kloster ein Büßerleben geführt, weil sie im unzüchtigen Umgang erkannt wurde. Die Gründerin des Klosters am Federsee, Adalind, stammte wiederum aus dem Verwandtenkreis seiner Mutter. Das heißt, man hat die dahin geschoben. Ja. Ulrich war, obwohl er beste Pflege erhielt, ein sehr geschwächter Säugling, so dass man um sein Leben bangen musste. Die eventuell auf einer Legende beruhende Vita berichtet, man habe das Kind, also Ulrich, auf dringenden Rat eines durchreisenden Geistlichen, von dem ihm eine große Zukunft vorausgesagt worden sei,
entwöhnt und seine Ernährung umgestellt, worauf sich Ulrich bald gesund zu entwickeln begann und ein prächtiges Aussehen erlangte. Die Rettung ihres Kindes, für die sie Gott Tag und Nacht gelobt hatten, habe die Eltern auch gelehrt, an das zu glauben, was ihnen von dem Geistlichen vorausgesagt worden sei. Sie schauten sich daher um, wo sie ihnen eine Stätte bot, die mit besonderem Eifer der Frömmigkeit und Lehrtätigkeit ergeben war. Auf ein Rat hin übergaben sie den Knaben dem Kloster St. Gallen, denn dort lebten damals adelige Diener Gottes in großer Zahl, blühten Frömmigkeit und Eifer in Lernen und Lehren. Vermutlich wurde Ulrich im Alter von 10 Jahren den Mönchen von St. Gallen zur Erziehung übergeben, war ein Benediktinerkloster und wer dort als Vollmönch war, musste adelige Herkunft damals sein. Ulrichs Aufenthalt in St. Gallen erstreckt sich bis etwa 907, das heißt, da war er 17 Jahre alt. Die Mitschüler sollen Ulrich den kleinen Heiligen genannt haben, da dieser sich als trefflicher Vorleser im Refektorium, im Speisesaal der Mönche, hervorgetan hat. Von den Mönchen im Klosterkonvent wurde er hoch geschätzt. Man drängte ihn, der Klostergemeinschaft beizutreten. In seinen jungen Jahren hat Ulrich vermutlich auch für das monastische Leben Sympathie gehabt. Gleichwohl scheint ihm der Gedanke, als einfacher Mönch, wenn auch in einem adeligen Konvent zu leben, ferngelegen und auch nicht in Übereinkunft mit den Absichten seiner Eltern zu sein. Um eine Lösung in diesem inneren Kampf zu finden, hat sich Ulrich während seiner Zeit in St. Gallen an die Reklusin Liberath gewandt. Sie war eine Einsiedlerin, seine geistliche Amme. Und Liberath eröffnete ihm nach 3-tägigem inbrünstigem Gebet, dass er von Gott zum Regieren bestimmt sei und daher keinesfalls im Kloster bleiben kann. Die Reklusin, also die Einsiedlerin, prophezeite ihm seine zukünftige Erhebung zum Bischof in einem östlichen Gebiet, wo ein bestimmter Fluss 2 Landschaften scheidet, sowie die in diesem Amt erwartende schwere Mühsal verursacht von Heiden und von schlechten Christen. Es kommt der Weg in den Klerus und die erste Niederlage für Ulrich. Jedenfalls stand Ulrich kaum 18-jährig am Beginn einer glänzenden kirchlichen Karriere. Voraussetzungen waren in der damaligen Zeit dafür: Adel der Geburt, gute Begabung, entsprechendes Aussehen und die Fähigkeit, selbstsicher aufzutreten. Von Frömmigkeit war keine Rede. Alles Voraussetzungen, die Ulrich erfüllte, ja, er fühlte sich als Hocharistokrat zu höheren Berufen. Seine Eltern fassten deshalb den Entschluss, ihn beim Augsburger Bischof Adalbero, der war von 887 bis 909 Bischof in Augsburg, ihm zu empfehlen. Adalbero war ein mächtiger und einflussreicher Bischof. Dieser Kirchenfürst zögerte nicht lange und nahm Ulrich, wohl wegen des Adels seiner Eltern, wegen seiner vornehmen Anlagen und seiner angenehmen Persönlichkeit, in seine Dienste auf und betraute den 18-Jährigen, muss man sich mal überlegen, mit dem Amt des Kämmerers, dessen Aufgabe es war, die Bischofskasse zu verwalten und für alle wirtschaftlichen Belange Verantwortung zu tragen. Die Herkunft seiner Eltern werden für die Übertragung des Amtes nicht ausgereicht haben. Vielmehr ist Bischof Salomo, der für St. Gallen zuständig war, auf Ulrich aufmerksam geworden und hatte sich für den vielversprechenden Absolventen seiner St. Galler Klosterschule bei seinen Augsburger Kollegen eingesetzt. Über Ulrichs Tätigkeit und sein Verhältnis zu Bischof Adalbero ist nichts bekannt. Auf jeden Fall hat Ulrich von der Zusammenarbeit mit dem weitgebildeten geistlichen Aristokraten, königlichen Ratgebers und Diplomaten Adalbero umfänglich profitiert. Der Bischof hatte in der letzten Phase der karolingischen Reichsherrschaft viele wichtige Aufgaben zu bewältigen und dies war für Ulrich
eine ausgezeichnete Ergänzung seines bisherigen Ausbildungsstandes. Man muss sich vor Augen halten, er war 18 Jahre alt und hat so ein wichtiges, so eine wichtige Aufgabe genommen. Am 28. April 909 starb Bischof Adalbero. Das war übrigens ein Benediktiner, mönch ursprünglich, und wurde in der St. Afra-Kirche in Augsburg beigesetzt. Sein Kämmerer Ulrich weilte zu diesem Zeitpunkt in Rom. Ulrich wurde vom damaligen Papst Marinus freundlich aufgenommen und hat von ihm die Nachricht vom Tod Bischofs Adalbero empfangen. Der Papst eröffnete ihm, dass er sich wünscht, dass Ulrich nach dem Willen Gottes der Hirte des Bistums Augsburg werden sollte. Ulrich war nicht begeistert und hat sich zunächst dagegen gesträubt. Am nächsten Tag verließ er Rom und machte sich auf den Heimweg, ohne sich vom Papst zu verabschieden. In Augsburg hatte man nie daran gedacht, Ulrich zum Bischof zu ernennen. Was Rom macht, war denen auch damals schon egal. Ja. Vielmehr wurde zum Nachfolger Adalberos der Priester Hiltine ernannt und dieser leitete das Bistum 14 Jahre lang, nämlich von 909 bis 923. Hiltine war nicht von so hohem Adel. Das bedeutete, dass Ulrich sich nicht vorstellen konnte, in seinen Dienst zu treten. Er verließ den Kirchendienst, weil ihm der neue geistliche Vorgesetzte zu wenig aristokratisches Blut hatte. Ulrich zog sich auf die elterlichen Besitzungen zurück, um sie zu verwalten. Sein Vater war zum damaligen Zeitpunkt bereits gestorben und die Unterstützung seiner Mutter in Finanzfragen war das eine, aber der Hauptgrund für seinen Ausstieg war die Weigerung, mit einem Vorgesetzten niederer Herkunft zusammenzuarbeiten. Eigentlich ein bisschen eine eigenartige Persönlichkeit aus unserer Sicht heute, aber seine Persönlichkeit wird sich im Laufe der Jahre noch einmal ganz gewaltig verändern. Zur damaligen Zeit war man selbstverständlich überzeugt, dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist. Dennoch unterschied man die Menschen nach ihrem Rang und ihrer Geburt und betrachtete sie von Natur aus als ungleich. Auch in den großen Klöstern konnte man nur Vollmönch werden, wenn man adelige Herkunft hatte. Die Bischofsstühle waren durch alle Jahrhunderte hindurch dem Adel vorbehalten. Jetzt kommt die Zeit, wo Ulrich Bischof wurde. Erst als Bischof Hildlinie am 8. November 923 starb, kehrte Ulrich zurück, inzwischen 33-jährig, wieder in den amtlichen Kirchendienst. Schließlich sorgten seine einflussreichen Verwandten dafür, dass Ulrich König Heinrich vorgestellt wurde. Denn die Bischofserhebung war herrscherliches Reservatrecht. Zwar konnte der Klerus einen Kandidaten wählen, aber die endgültige Entscheidung lag beim König. Der König war von der Begegnung mit Ulrich sehr beeindruckt, so dass er Herzog Burkhard beauftragte, am 28. Dezember 923, die 1100 Jahre, dem Fest der unschuldigen Kinder, den Bischofsstab an Ulrich zu überreichen. Die Weihe zum Bischof erfolgte vermutlich in Mainz. Augsburg selbst war damals eine kleine Ansiedlung mit etwa 19 Hektar, vermutlich vom Frauentor bis zum Schmiedberg und vom Mauerberg bis zum Kloster Heiligkreuz, also ein kleines, überschaubares Städtchen. Als Bischof Ulrich 923 sein Amt antrat, herrschte große Not in Klerus und in der Stadt. Der Dom war durch die vorangegangenen Hungereinfälle schwer beschädigt, viele Häuser der Stadt waren niedergebrannt, die Schutzwälle und Zäune boten nur wenig Schutz und es war eines der ersten großen Bauvorhaben von Ulrich, die Befestigung der Stadt deutlich zu verbessern. Also er hat keine leichte Aufgabe übernommen. Ja. Geistliche Zentrum des Bistums bildeten damals ausschließlich die Klöster. Dazu gehörten Benediktbeuern, Wesserbrunn, Tierhaupten, Polling, Kempten und Ottobeuern. Doch um die Seelsorge im Bistum war es schlecht bestellt. Die Ungarn verwüsteten immer wieder die Klöster, brannten die Dörfer nieder,
töteten die Bevölkerung auf dem flachen Land und richteten immer wieder große Schaden am Augsburger Dom an, ohne jedoch die Stadt einnehmen zu können. Ein Großteil der bischöflichen Familie und der bischöflichen Dienstleute war ermordet, ihre Niederlassungen geplündert und niedergebrannt, der überlebende Rest völlig verarmt. Als Ulrich Ende 923 das Amt übernahm, trat er ein schweres Erbe an. Auf mannigfache Weise versuchte er, die mit der Notzeit verbundene religiöse und auch wirtschaftliche Krise zu überwinden. Treibende Kraft war seine tief religiöse Einstellung. Man kann feststellen, dass seine in St. Gallen erworbene benediktinische Einstellung auch als Bischof erhalten blieb. So trug er stets nur ein raues Hemd und im hohen Alter nur ein einfaches Mönchsgewand, schlief auf einem Strohlager, enthielt sich oft den Fleischgenuss, pflegte die klösterliche Gastfreundschaft, verrichtete gewissenhaft das Stundengebet und legte größten Wert auf die würdige Gestaltung der Liturgie. Diese monastische Geisteshaltung befähigte ihn zu einer Aktivität, die schon seine Zeitgenossen und auch spätere Generationen immer von Neuem bewunderten. Leeren Müßiggang gestattete er sich keinen Augenblick. Im Gegenteil, trotz nur geringer Mittel, über die er verfügte, versuchte er die Not an allen Orten zu lindern. So trieb er, obwohl es am Baugerät fehlte, die Instandsetzung der Domkirche energisch voran. Auch die Ausbesserung der städtischen Wehranlagen ging er mit großem Tempo an. Als die Ungarn 926 wiederum auf ihren flinken Pferden durch das Land zogen und Augsburg berannten, vermochten sie Augsburg nicht einzunehmen. Die Ungarn gaben ihren Angriff auf und zogen weiter nach St. Gallen, wo sie beim Plündern des verlassenen Klosters die Reklusin Liberat, die Ulrich in seiner Jugendzeit beraten hat, töteten. Und zu dem Einfall der Ungarn, man muss sich das vorstellen, da kamen nicht 1000 Reiter, da kamen 100.000 Reiter auf Pferden, ja, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, und die hatten eine ausgezeichnete Kampfstrategie. Ja. Das heißt, die Pfeile sind nicht einzeln abgeschossen worden, da kamen ganze Schwärme an Pfeilen auf die gegnerischen Soldaten oder Ritter zugeschossen, und die Pfeile waren so stark, ja, dass sie sogar Metallrüstungen durchbohrt haben. Zu seiner Zeit wurde vielfach mit minderwertigem Baumaterial gebaut. Deshalb war Ulrich auch sehr oft auf den Baustellen und hat korrigiert eingegriffen. Als er einmal für längere Zeit abwesend war und die Bauarbeiter ohne Aufsicht ihr Tagwerk verrichteten, stürzte der Bau der Domkirche mitsamt der Krypta völlig ein. Nach seiner Rückkehr ging er sofort wieder an den Wiederaufbau und sorgte dafür, dass die Fundamente diesmal mit deutlich mehr Sorgfalt gestellt wurden. Das Stichwort Aufbau begleitete die gesamte Regierungszeit Bischof Ulrichs, und er war sich nicht zu schade, selbst mit Hand anzulegen. Auch bei seinen Visitationen in entfernt gelegenen Klöstern scheute er nicht davor, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Eine weitere große Erschwernis war die Säkularisation durch Herzog Arnulf und die damit verbundene Beschlagnahmung kirchlichen Besitzes. Die ständigen Einfälle der Ungarn machten ein starkes Heer erforderlich, und das kostete viel Geld, deshalb musste der Bayernherzog Arnulf zu diesem Mittel greifen. Kirchlicher Besitz war eben zu allen Zeiten am leichtesten zu requirieren. Die Kirchenfürsten hatten dafür nur wenig Verständnis und verpassten dem Herzog den Beinamen der Böse. Das Bistum befand sich darüber hinaus in einer prekären Lage, und es war noch viel Missionsarbeit notwendig, sowohl beim Klerus als auch beim eigenen Volk. Im Landvolk waren immer noch Reste von heidnischer Vergangenheit vorhanden, und der Klerus war oft von einfachster Bildung, der ähnlich wie das Bauernvolk lebte. Deshalb war für Ulrich die Heranbildung eines geeigneten Nachwuchses und die Aus- und Weiterbildung des Klerus von besonderer Bedeutung. Er wählte die Nachwuchskandidaten nicht mehr nach Herkunft und gesellschaftlichem Rang aus,
sondern die Eignung und Begabung. Sowie danach, ob sie für das priesterliche Amt die nötige Würde erwiesen. Zweimal jährlich rief er den Klerus des Bistums zur Diözesansynode und auch die Visitationen nahm er bis ins hohe Alter wahr. Hier arbeitete er systematisch und vor allem gerecht. Seine Checkliste umfasste viele Punkte, ob der Gottesdienst täglich in würdiger Form gefeiert wird, ob an den Sonntagen gepredigt wurde, ob der Taufritus eingehalten wird, ob die Priester die Krankensalbung spenden, ob Verstorbene nach kirchlicher Vorschrift die letzte Ehre erwiesen wird, ob die Seelsorger den Armen beistehen und so weiter. Der Zölibat war für Ulrich nachrangig, denn in dieser Zeit waren viele Landpriester damit überfordert. Vermutlich lebten viele in eheähnlichen Verhältnissen, ohne dass das Volk daran Anstoß nahm. Seine vielen pastoralen Reisen unternahm Ulrich stets mit dem Pferd und er war ein ausgezeichneter und mutiger Reiter. Die Durchquerung eines Flusses bei hoher Flut war für ihn nichts Besonderes. Später nutzte er einen Wagen und wurde begleitet von Priestern und Mitarbeitern seiner Bistumsverwaltung. Der Tross hatte immer einen leeren Wagen dabei, damit die dem Bischof geschuldeten Abgaben untergebracht werden konnten. Und diesen großen Tross schloss sich von Ort zu Ort eine große Anzahl an Armen und Krüppeln an. Und Ulrich sorgte dafür, dass sie jeden Tag ausreichend Nahrung bekommen haben. Damals gab es viele Eigenkrüppeln, die im Besitz des jeweiligen Grundherrn waren. Bischof Ulrich beschritt hierzu einen neuen Weg. Er weigerte sich, eine Krüppenweihe durchzuführen, wenn der Grundherr nicht im Beisein von Zeugen erklärte, dass er die Kirche dem bischöflichen Besitz unterstellt. Somit war auch die Bestellung des Priesters ausschließlich die Angelegenheit des Bischofs. Die Kirche ging anlässlich ihrer Weihe in bischöfliche Gewalt über, der wiederum dem eigentlichen Kirchenherr, Kirchenstifter oder dessen Erben ein Mitspracherecht bei der Leitung und Verwaltung der Kirche zubilligte. Weil sonst hätten zum Beispiel Adelige eine eigene Kirche bauen lassen, einen eigenen Priester eingesetzt und alles nach ihren Wünschen gestalten lassen. Innerlich von einer glühenden Liebe zu Gott erfüllt war Bischof Ulrich bestrebt, durch Gebet und Nachtwachen, Fasten und Almosen geben, sich mit Gott zu vereinigen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt auch: Er hütete sich, die Geschäfte des Alltags überhand nehmen zu lassen. Den Raum für das tägliche Gebet wahrte er unerbittlich, auch in Zeiten höchster Not und Gefahr. Täglich nahm er am Chorgebet der Domkanoniker teil und feierte bis zu dreimal täglich die Messe. Auch gönnte er sich kein bequemes Bett, sondern schlief auf einer Strohmatte oder einem Teppich. Sobald die Glocke ertönte und zum Stundengebet rief, unterbrach er alle Tätigkeiten und auch den Schlaf. Er ordnete sich den strengen Regularien der Benediktregeln unter und trug deshalb auch als Bischof immer nur ein einfaches, wollendes Gewand. Die 40-tägige Fastenzeit war geprägt von Gebet, dem Salmodierens und der Zurückgezogenheit. Ulrich zeigte in der Fastenzeit in jeder Handlung einen religiösen Ernst von besonderer Entschiedenheit. Mit größter Feierlichkeit zelebrierte Bischof Ulrich die Liturgie der Karl- und Ostertage. Am Halbsonntag führte er jedes Jahr eine Prozession von St. Afra zum Dom an. Hier wurden Kreuze, Fahne und das Evangelienbuch mitgeführt. Ulrich neigte aber auch zu Temperamentausbrüchen und war nicht immer der Herr seiner Selbstbeherrschung. Es wird in seiner Vita ein Beispiel von einer Szene berichtet, die zeigt, wie schnell der Heilige auch von Zornausbrüchen überfallen wurde. Folgendes war geschehen. Die adeligen Mönche von St. Gallen hatten sich gegen ihren strengen Abt erhoben, sodass dieser die Flucht ergreifen musste. Und in so einem Kloster haben damals mindestens 200 Mönche gelebt. Für mittelalterliche Klöster war das aber nicht ungewöhnlich, das kam da öfters vor. Zwei Jahre hielt sich der Abt als Verwandter am Hof König Ottos auf,
bis er schließlich Ulrich bat, mit dem Abt nach St. Gallen zu ziehen. Wahrscheinlich wollte er irgendwann mal loswerden, ja. Und ihn von dort, von Amts wegen dort wieder einzusetzen. Bei der Ankunft versetzte den Konvent in heiligen Aufruhr. Den Bischof wollte man selbstverständlich in würdiger Weise empfangen. Dagegen war es, wie es brauchbar, dem Bischof entgegen. Victor, der widersetzlichste unter den Mönchen, reichte dem Bischof das Evangelium zu Kusse und schritt, ohne den Abt eines Blickes zu würdigen, am ehemaligen Abt vorbei. Der alte Bischof Ulrich, empört über, über dieses ungehörige Verhalten der Mönch nach, ergriff ihn beim Haar und drehte ihn herum. Dieser warf ihm das Evangelium vor die Füße und ging wutentbrannt weg. Sofort fand Bischof Ulrich seine Beherrschung wieder, er hob das Buch auf und er abtrug es zum Altar. Die Vermittlung gestaltete sich sehr schwierig und war nicht auch von Dauer, obwohl Bischof Ulrich den Konvent und den Abt miteinander auszusöhnen versuchte. Schon die Augsburger Bischöfe des 9. Jahrhunderts sagen in der Hauptaufgabe nicht nur in der geistlichen Leitung des Bistums, sondern zugleich in der Erfüllung des Dienstes am König, dem sie als Herrscher des Ostfränkischen Reiches schuldig waren. Gerade die Augsburger Bischöfe waren den Königen eine treue und zuverlässige Stütze, erhielten dafür Schenkungen und Rechte, gerieten aber auch in Spannungen mit den weltlichen Mächten. Ulrich bemühte sich ganz besonders, dieser Doppelaufgabe gerecht zu werden. Mit der Ernennung durch König Heinrich I. und der Einweisung in das Bistum Augsburg durch Herzog Burkhard von Schwaben übernahm Ulrich 923 nicht nur die Verpflichtung zum kirchlichen, sondern auch zum königlichen Dienst. Das heißt, zur Waffenhilfe, zur Teilnahme an den Reichsversammlungen, auf denen Entscheidungen und Gesetze beschlossen wurden. Wenn die Quellen stimmen, hat Ulrich insgesamt 15 Mal den Königshof besucht bzw. an den Reichsversammlungen teilgenommen. Im Jahr 953 wurde die Stadt Augsburg durch Pfalzgraf Arnulf erobert. Die wenigen Ritter und Mannschaften, die die Stadt gesichert hatten, wurden gefangen genommen und nach Bayern abtransportiert, die Häuser geplündert und zerstört. Ulrich verließ die Stadt und zog sich mit wenigen Gefährten in das etwa 30 Kilometer von Augsburg liegende Castellum Matahinga zurück. Vermutlich war der Standort bei der heutigen Stadt Schwabünden. Schon nach wenigen Tagen hatte Arnulf das Versteck Ulrichs erfahren und begann mit der Belagerung am 9. Februar 954. 9 Tage später kamen überraschend Diepold, der Bruder Ulrichs, und Graf Adalbert von Markthal in der Morgenfrühe des 13. Februar mit ihrer Mannschaft nach Schwabünden, schlugen die Belagerer in die Flucht und nahmen Heremann, den Bruder des Pfalzgrafen Arnulf, gefangen. Graf Adalbert aber wurde tödlich verwundet und fand seine letzte Ruhestätte im Augsburger Dom. Ulrich konnte nun in seine Bischofsstadt wieder zurückkehren und hielt strenges Gericht über diejenigen, die sich in den vergangenen Monaten unrechtmäßig am bischöflichen Gut bereichert hatten. Keiner kam ungeschoren davon, außer er konnte sich unverzüglich aus eigenen Mitteln die Verzeihung des Bischofs erkaufen. Der Verteidiger von Augsburg 955. Im Jahr 955 drohte dem Reich bzw. Augsburg eine tödliche Gefahr. Ihr wisst es alles, der Einfall der Ungarn. Ein riesiges Heer der Ungarn unter dem Oberbefehl des Kampferbrocken Bulgsu überschritt im Sommer die bayerische Grenze, zog plündernd und mordend durch das Land zwischen Donau und dem Voralpenland. Die Hauptmacht ritt aber gegen Augsburg und erreichte wohl um den 5. August die Stadt. St. Afra vor den Toren der Stadt ging in Flammen auf. Die Ungarn begannen sofort mit der Belagerung von Augsburg, deren Höhepunkt am 8. und 9. August stattfand. Robespierre hat
hat als Augenzeugen die Situation ausführlich beschrieben. Rechtzeitig hatte Ulrich die Ritter und die bischöfliche Mannschaft, die unter dem Oberbefehl des Bruders Diepold stand, in der Stadt zusammengezogen, die Wälle befestigt und die Tore verbarrikadiert. Ohne Zweifel galt der Bischof als die Seele des Widerstands. Und eindrucksvoll hat der Biograf die Persönlichkeit Ulrichs gezeichnet, wie er ohne Helm und Rüstung, in bischöflicher Gewandung, mit der Stola begleitet, zu Pferd seinen Mann ermunterte und keinen Pfeilschuss fürchtete. Ob dieses Bild der Wirklichkeit entsprochen oder idealisiert worden ist, kann letztlich niemand feststellen. Es war aber zur damaligen Zeit nicht unüblich, dass sich die Geistlichen an Kriegszügen beteiligt haben. Die Ungarn begannen den Angriff am Mittwoch, den 8. August, gegen das Osttor der Stadt. Die Verteidiger wehrten von den Wällen den Ansturm ab. Nachdem der Anführer der Ungarn gefallen war, ergriffen diese die Flucht und zogen sich von den bischöflichen Truppen bedrängt in ihr Lager zurück. Vorerst schien die Gefahr gebannt, da wusste man, dass die Ungarn nicht aufgeben würden. Deshalb ordnete Ulrich die sofortige Ausbesserung der Wälle an. In der Nacht versammelten sich die Frauen zum Gebet und voller Angst erwartete die Bevölkerung den nächsten Morgen. In der Frühe des 9. August feierte Ulrich mit seiner Mannschaft die Heilige Messe und ermunterte die Verteidiger durch eine Predigt über das Psalmistenwort: Und ob ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Wenig später versuchten die Ungarn einen neuen Angriff. Dieses Mal hatten sie sich mit Leitern und anderem Sturmgerät versehen. Aber auch die Verteidiger waren gerüstet und wehrten die Angreifer immer wieder ab. Diese wurden von ihren Anführern mit Geiselhieben vorwärts getrieben, aber von den Rittern abgewehrt. Beide Seiten hatten sehr hohe Verluste. Noch konnten die Verteidiger die Stadt halten, doch erlahmten allmählich ihre Kräfte. Plötzlich aber ließen die Ungarn von der Stadt ab. Herrschte bei den Bewohnern zunächst Ungewissheit, so erfuhr man schon bald, dass König Otto mit einem großen Heer zum Einsatz heranrückte. Diese Nachricht hatten auch die Ungarn durch Graf Berthold von Scheiern, einem Sohn des Pfalzgrafen Arnulf, der also mit den Ungarn zusammengearbeitet hat, erfahren. Berthold, ein entschiedener Gegner Ottos, war von der Reisensburg bei Günzburg in das ungarische Lager geritten, um sich möglicherweise an den Mann zu rächen, der seiner Familie großes Unrecht getan hatte. Eine Entscheidungsschlacht stand jetzt unmittelbar bevor. Wo aber hat sie stattgefunden? Eine endgültige Festlegung ist nicht möglich. Als Kampfplatz werden das Lechfeld südlich von Augsburg oder der Gunzensee angenommen. König Otto hat sich mit seinen 15.000 Rittern samt Begleitmannschaft vermutlich bei Ulm die Donau überschritten. Trotz der geballten Kraft des Heeres von König Otto waren die Ungarn deutlich überlegen. Man geht davon aus, dass die Ungarn über annähernd 100.000 Kämpfer verfügt haben. Zur entscheidenden Feldschlacht kam es am 10. August, dem Festtag des heiligen Laurentius, auf dem Lechfeld. Wo immer man es auch exakt lokalisieren möchte. Noch in der Nacht zuvor hatte Graf Diepold mit allen entbehrlichen Mann die Stadt verlassen, um sich dem königlichen Heer anzuschließen. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der Ungarn konnten die Truppen von König Otto den Ungarn eine deutliche Niederlage bescheren und sie in die Flucht treiben. Das königliche Heer verfolgte die Fliehenden über den Lech, eroberten das ungarische Lager, befreiten die Gefangenen und setzten den Feind auch in den folgenden Tagen nach, um ihn endgültig zu vernichten. Mehrere Anführer der Ungarn gerieten in Gefangenschaft und wurden später in Regensburg durch Herzog Heinrich zum Tod durch den Strang verurteilt. Damit hatte die Bedrohung des Hafenlandes ein Ende gefunden. Die Magyaren zogen sich in ihr Land zurück, wurden dort sesshaft und nahmen den christlichen Glauben an. Hätten wir die Schlacht auch auf dem Lechfeld verloren oder hätte Bischof Ulrich nicht an den Sieg in dieser Schlacht geglaubt,
wäre Europa heute ganz anders. Dieser Kampf hat viele Opfer gefordert. Der König begann mit dem Tod seines Schwiegersohnes Konrad und Bischof Ulrich trauerte um seinen Bruder Diebald und um seinen Neffen. Beide ließ er im Dom bestatten. Doch Ulrich gab sich keiner lebenden Traue hin. Er wusste um seine Verpflichtung, die er der Stadt und dem Bistum gegenüber hatte. Er sorgte für den Lebensunterhalt des Domklerus, unterstützte die Bevölkerung, wo immer er konnte, ließ die Felder wieder bestellen und die zerstörten Gebäude neu aufrichten. König Otto blieb Ulrich freundschaftlich eng verbunden. Noch 18 Jahre soll der König, sein 962 Kaiser Otto und Bischof Ulrich von Augsburg gemeinsam für Reich und Kirche Verantwortung tragen. Jetzt kommen wir zum Lebensende von Ulrich. Mehr als es Ulrich wahrhaben wollte und Zeit, hatte ihn im April 973 der Tod seines geliebten Neffen Adalbero getroffen, den er zu seiner Nachfolge im Bischofsamt ausersehen hatte. Auf ihn hatte er seine ganze Hoffnung gesetzt und ihn für den geeignetsten Kandidaten gehalten. Um zur inneren Ruhe zurückzufinden, hatte sich der 82-jährige Oberhirte an den Staffelsee zurückgezogen. Hier reichte ihn eine weitere Trauernachricht. Am 7. Mai war Kaiser Otto im Alter von 61 Jahren gestorben. Damit verlor Ulrich einen weiteren Freund und Vertrauten und so wurde es ihm immer einsamer um ihn. Größte Sorge machte ihm vor allem die Bischofsnachfolge. Ulrich bereitete sich bewusst auf den Tod vor. Um unbelastet von allem irdischen Besitz heimgehen zu können, wollte er seine persönliche Habe noch zu Lebzeiten aufteilen. Deshalb beauftragte er am 18. Juni den Kämmerer Luitpold, diese, also seine Habe, vor dem Kreuzaltar des Domes bereitzulegen, damit er darüber verfügen könnte. Sein Pelzmantel und das Haupthausgerät vermachte er seinen Nachfolger, fast alles andere bestimmte er für die Armen, denen er 50 Jahre lang Freund und Helfer gewesen war. Eine Woche später zelebrierte Ulrich am Fest Johannes des Täufers, den 24. Juni, zwei Messen in der Johanneskirche und bereitete sich endgültig auf den Tod vor. Doch verging auch dieser Tag, ohne dass er vor Gott heimgerufen wurde. Am 4. Juli 1973 verstarb Ulrich. Sein Leichnam wurde im Dom aufgebahrt und am 6. Juli nach St. Afra, wo er sich selbst eine Grabstätte bereitet hatte, übertragen. Bischof Wolfgang von Regensburg nahm die Einsegnung vor. Als Andenken erbat sich Bischof Wolfgang ein Messgewand des Verstorbenen, das ihm die Domgeistlichkeit dankbar überließ. Das Grab Bischof Ulrichs wurde unmittelbar nach dessen Tod zu einer Wallfahrtsstätte für viele Gläubige aus Stadt und Bistum, bald aber auch für Hilfesuchende aus Polen und Böhmen. Nach einem Brand musste der Heilige nochmals neu beigesetzt werden. Am Ostermontag des Jahres 1187 trug Kaiser Friedrich Barbarossa mit drei Bischöfen die Gebeine Ulrichs in einen prachtvollen romanischen Prunksaal zur wiederhergestellten Grabstätte in der Kirche St. Ulrich in Afra. Die Heiligsprechung Bischof Ulrichs 993. Als Ulrich 973 verstarb, war mit ihm einer der großen Reichsbischöfe des 10. Jahrhunderts und ein geistlicher Oberhirte von seltener Ausstrahlung dahingegangen. Ulrich erschien vielen als Musterbeispiel eines vorbildlichen Bischofs. Er sei ein Juwel unter den Priestern gewesen, so hat ihn Pietmar von Merseburg in seiner Chronik bezeichnet. Der starke Eindruck Ulrichs auf den Zeitgenossen spiegelt sich alsbald nach seinem Tod in der anhebenden Verehrung. Sein heiligmäßiges Leben gab fortan Grund zu gedenkender Erinnerung und religiöser Verehrung. Er wurde sogleich nach seinem Tod als Heiliger verehrt. So ähnlich kennen wir es von Johannes Paul II. Und früh schon suchten Hilfesuchenden die Stätte seines Begräbnisses auf, um die Fürbitte Ulrichs bei Gott zu beten. Schon bald gab es als Bewunderzeichen an seinem Grab
erstmals 978 gezeugt, und diese mehrten rasch den Ruhm des Verstorbenen und verkehrten sein Bild zum Heiligen. Bis zu seiner Kanonisation wurden insgesamt 30 Wunderberichte und Gebetserhörungen dokumentiert. Berichte überwiegend von Krankenheilungen und Rettungen aus Lebensgefahr. 20 Jahre nach seinem Tod wurde Ulrich durch Papst Johannes XV. Auf der Lateran-Synode des Jahres 993 kanonisiert, also heiliggesprochen. Die Beweggründe für die Heiligsprechung sind nicht bekannt, da auch die Heiligsprechungsurkunde verschwunden ist. An der Synode nahm Bischof Luitpold von Augsburg teil, Ulrichs dritten Nachfolger. Dieser bat in seiner Ansprache unter dem Vorsitz des Papstes versammelten Bischöfe und Priester um die Erlaubnis, das mitgebrachte Büchlein über das Leben und die Wundertaten des verehrungswürdigen Ulrich vor kurzem noch Bischof der Heiligen Kirche von Augsburg verlesen zu dürfen. Anschließend möge die versammelte Synode über die Heiligsprechung entscheiden. Einen förmlichen Kanonisierungsprozess, wie er sich in späteren Jahrhunderten etabliert hat, hat es damals nicht gegeben. So, ich komme zum Schluss, das ist die Ulrichs-Legende. Da gibt es viele einzelne Punkte, die mit Bischof Ulrich in Zusammenhang gebracht werden. Einmal diese Ulrichs-Erde, ja, das heißt, weit über Augsburg hinaus war die Erde aus dem Grab des heiligen Ulrich bekannt, die bis 1806 von den Benediktinerstift in kleinen Seitenbeuteln unentgeltlich in den entferntesten Winkel der Erde geschickt wurde. Jedem Seitenbeutel lag eine Anleitung bei, in der es hieß, diese Erde hat, wenn sie wie andere Reliquien verehrt werden und einige Gebete, Fasten, Almosen, andere gute Werke zur Ehre des Gottes und des heiligen Ulrichs mit Vertrauen verrichtet werden, eine besondere Kraft, die schädlichen Ratten aus den Häusern zu befreien. Ja, das war jetzt die Ulrichs-Erde. Dann hat es natürlich Wallfahrten gegeben, viele Patrozinien im Bistum Augsburg. Dann Ulrich ist er zum Wasserpatron ernannt worden. Sie kennen die Bilder von ihm, wo er mit der Bibel und mit dem Fisch abgebildet ist. Ja. Und zu dem Fisch gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ulrich habe mit dem Bischof von Konstanz, hat er angeblich am Donnerstagabend bei Tische gesessen. Das Mahl hat sich bis nach Mitternacht hingezogen und dann kam ein Bote vom bayerischen Herzog, da sind die da gesessen und haben angeblich Fleisch gegessen. Und er hat gedacht, das ist die kleine große Stunde, ich nehme so ein Stück Fleisch mit und bringe es meinem Herzog und zeige ihm, schau mal, was der Bischof am strengen Fasttag am Freitag gegessen hat. Ja. Bei Mitternacht war es schon vorbei, ja. Als der Bote dann bei seinem Herzog ankam und das Fleisch auspackte, waren Fisch drin. Ja. Gut. So gibt es halt viele Sachen. Er ist der Winzerpatron, das hängt mit dem Ulrichsweinau zusammen. Der Reisepatron, weil er viel auf Reisen war. Ulrich war viel unterwegs. Ja. Das heißt, der Patron der Reisenden, der Wetterpatron, ja. Der Pferdepatron, weil Ulrich ein hervorragender Reiter auch war. Und so weiter. Ja, das war ein kurzer Ausflug zum Bischof Ulrich. Ich hoffe, dass ich nicht gelangweilt habe. Ja. Danke, dass Sie da waren. Und vielleicht hat es unser Bistumspatron ein bisschen näher gebracht, weil es ein bisschen vergleichbar ist auch mit der heutigen Zeit. Wir leben auch heute in einer Zeit, wo man Mut und Zuversicht in die Zukunft braucht, ja, durch die schwierige Situation, in dem die Welt ist und in dem auch speziell Europa ist. Aber er war auch einer, der das Kämpfen nie aufgegeben hat. Vielen Dank. Ja, lieber Rudi, ganz lieben Dank, dass du uns den heiligen Ulrich, wo wir vielleicht die eine oder andere kurze heilige Vita und Legende schon einmal in so einem heiligen Lexikon nachgestöbert haben, aber jetzt wirklich auch umfassend das Leben und Wirken des heiligen Ulrich nahegebracht hast in diesem doppelten Ulrich-Jubiläumsjahr. Und
Heute haben wir Mittwoch, nicht Donnerstagabend und es ist auch noch nicht nach Mitternacht, aber die Ulrichs Minne, ein Doppelschritt, weil du über viel unterwegs bist, die lass dir einfach munden und ganz lieben Dank, dass du bei uns warst, den Heiligen Ulrich uns nahe brachtest und auch uns im Kloster Rechfeld so verbunden bist. Vergesst was. Danke dir, Thomas. Schön, vielen Dank. Mein, das Rechfeld ist das ein historischer Ort, ja, wo die große Schlacht stattgefunden hat. Da war ja die Geschichte mit dem Ulrichskreuz, ja, wie der Ulrich seine Mannen, die so unterlegen waren gegenüber den Ungarn, den hat er aber die angeblich berichtet, er hat ein Kreuz von einem Engel bekommen, das ihm signalisiert hat, ihr werdet siegen, ja. Und dann hat eine so stark unterlegene Zahl an Soldaten, an Rittern, hat den Sieg gegen die übermächtigen Ungarn geschafft. Das ist schon fantastisch gewesen, ja. Gut. Ja, schön, dass ihr da wart und bei der Schlacht mitgekämpft habt. Ja, genau. Einen gesegneten Abend allerseits. Ja, ja.